Der Ausgangspunkt unseres Schemas war, und dieses Schema müssen wir, wie wir gerade gemerkt haben, uns gar nicht merken, es steht bei Wörtchen in der Formelsammlung drin. Also das Einzige, was wir tun, wir setzen uns einen Post-it-Reiter, damit wir es schnell finden. Ausgangspunkt des Schemas ist also der Bruttopersonalbedarf in TX. Und die Frage ist, wie bekommen wir diese Zahl? Denn das ist ja eine Zahl. Wie bekommen wir diese Zahl? Und wir können uns an diese Zahl immer nur herantasten. Sie wissen, an vielen Stellen des Lehrgangs, Betriebswirtschaftslehre ist Stochern mit der Stange im Nebel. Und das Einzige, was Unterricht oft vermitteln kann, sind ein paar ganz gute Stangen. Aber wir können das Problem des Nebels nicht lösen. Denn wir haben alle damit zu tun, dass die Zukunft nicht bekannt ist. Die Zukunft ist unsicher. Was wir machen können, ist ein paar ganz knackige Stangen uns besorgen, um damit im Nebel der Zukunft zu stochern. Hier sind sie. Wir unterscheiden zunächst mal, wenn wir den Bruttopersonalbedarf ermitteln, im Fertigungsbereich, warum wir das abgrenzen, wird gleich deutlich, im Fertigungsbereich und sozusagen alles andere, dieses alles andere nennen wir Planungs- und Kontrollarbeit. Das ist der ganze Rest sozusagen. Warum grenzen wir den Fertigungsbereich ab? Einfach deswegen, weil wir im Fertigungsbereich sowieso relativ viel quantifizieren. Im Fertigungsbereich helfen wir uns mit Maschinenbelegungsplänen. Maschinenbelegungspläne ist also hier die Stange, mit der wir im Nebel stochern können. Maschinenbelegungspläne. Maschinenbelegungspläne weisen nämlich Personalbedarf aus. In der ersten Schicht brauchen wir 3 Leute, in der zweiten Schicht brauchen wir 4 Leute, in der dritten Schicht brauchen wir wieder 3 Leute. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. So. Das können wir aufaddieren, dann haben wir einen Hinweis, wie sich das entwickeln könnte. Und woher weiß der Fertigungsbereich das? Er weiß es idealerweise vom Absatz. Der Absatz macht Marketingmaßnahmen, macht daraufhin aufgrund der Marketingmaßnahmen bestimmte Prognosen, sagt es dem Fertigungsbereich, das brauchen wir, das muss produziert werden. In der klassischen Einteilung, wenn wir einen Produktionsbetrieb haben. Daraus werden abgeleitet Maschinenbelegungspläne und daraus wird abgeleitet ein Personalbedarf. Und da greifen wir zu. Diese Stange nehmen wir und stochern damit im Nebel. Der zweite Bereich war alles Übrige, Planungs- und Kontrollarbeiten, und hier lautet die Hilfe Kennzahlen. Die Antwort lautet oft Kennzahlen. Kennzahlen ist eine Antwort, die man sehr oft sagen kann, egal wie die Frage lautet. Kennzahlen ist oft eine Antwort auf die Frage, wie wird die Zukunft? Kennzahlen zum Beispiel, wenn wir so und so viel Buchungsvorgänge haben, brauchen wir so und so viel Buchhalter. Weil wir wissen, ein Buchhalter schafft am Tag oder in der Minute, in der Stunde, wie immer die Kennzahl lautet, so und so viel Buchungssätze. Das heißt, wir brauchen so und so viel Buchhalter. Das ist eine Kennzahl. Und Kennzahlen sind oft die Antwort der Betriebswirtschaftslehre auf die unsichere Zukunft. Kennzahlen und Entwicklungen von Kennzahlen. Das ist eine sehr beliebte Stange, mit der wir im Nebel der Zukunft steuern. Kennzahlen. Wir schauen uns das gleich noch etwas genauer an, wie wir im Personalbereich mit Kennzahlen genauer arbeiten können. Ja, das kommt gleich noch etwas genauer.